Jo, ich hole euch gerade mit rein bei den Vorbereitungen fürs Abreißen, so halbwegs. Ich brauche Double Blade. Das ist 2 auf 2. Halber Stack sollte reichen. So. Genau, also ich mache jetzt gerade Double Gold Plates, damit ich aus den Double Gold Plates und Kisten, die ja niemals ein Problem bei mir sind, und ich nicht 100.000 Tonnen Holz schon dazu verquetscht habe, um Kisten zu bekommen. Genau, also damit können wir dann die Goldkisten machen. Mit den Goldkisten benutzen wir die Diamond Chest Upgrades, damit wir nicht irgendwelche Diamantblöcke zersägen müssen, was eine halbe Ewigkeit dauert. Und damit würde ich dann ganz gerne noch zwei von den Kisten hier machen. Und zwar primär für den ganzen Klimbim, den wir jetzt regelmäßig nutzen, um die ganzen verschiedenen Circuits herzustellen. Also die Subkomponenten für die Circuits. Und andere Sachen, die wir regelmäßig im Cleanroom brauchen und dergleichen. Weil so eine ganz normale Holzkiste ist erstens zu wenig. Zweitens sieht es sehr komisch hier aus, wenn die plötzlich rumstehen. Ja. So, gib mir. Man sieht hier schon, da fehlt was. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Raum machen, aber ich denke, wir werden einfach die Wände effektiver nutzen für ähnliche Automatismen wie hinten die Säuren und sowas in der Richtung. Es ist wesentlich praktischer, mehr Wandplatz zu haben, wo wir hinten die Kabel und Rohre und so weiter reinstecken können, als jetzt irgendwelche Konstruktionen mitten im Raum, die die Sicht nehmen und ähnliches. Das war. Die Idee dahinter war ganz nett, aber ein bisschen schlecht umgesetzt. So, ich wollte die Doppelplatten holen. Gib mir die. Und davon brauchen wir jeweils drei, also haben wir jetzt schon genug. Gut, und einfach nur mit einer Kiste den Assembler schmeißen. Ist ein Assembler. Du machst gerade andere Dinge, das ist okay. Double Plate Chest. Den Rest werfen wir da wieder rein. Ui. Also es ist toll, wie effektiv die Rezepte werden, dass man aus weniger Ressourcen viel mehr rausbekommt später. Gerade mit den SMD-Sachen, also den gelben, und da gibt es noch die orangenen, später noch eine Aufstufung von denen. Aber ja, das hält erstmal eine Weile. So, gib mir meine Goldkiste. Warum keine zweite Goldkiste? Oh, es waren zwei, es war nur ein Anzeigefehler. Okay, also zwei Goldkisten, die stellen wir aber hin. Dann nehmen wir die Sachen, die wir aus den Questbelohnungen bekommen haben. Reißen dich gleich wieder ab. Gut. Wir wollen. Die brauchen zwei jeweils. Also wir können nur eine einzige Kiste herstellen. Das ist doch doof. Okay, wir brauchen eine HV-Piston und Dense Obsidian Plates. Die Dense Obsidian Plates habe ich vorbereitet. Wir brauchen sechs. Wir brauchen vier Stück. So. Und die Pisten, war Gero Werder fleißig oder nicht? Antwort auf die Frage ist ja. Was eine schlechte Antwort ist auf eine Entweder-Oder-Frage. Aber ja, er war fleißig. Dich raus, dich rein. Müssen wir irgendein Setting da beachten? Einer Setting. Tipp, tipp, tipp. Du brauchst eine Weile. Okay, 30 Sekunden, das geht. In der Zwischenzeit können die Blöcke da mal weg. Basic Combustion kann ich hier hin. Den ein Basic Circuit Assimilator. Basic Circuit Assembler, den ich hier abgerissen habe. Können wir da reinschmeißen. Die anderen mache ich erst leer, wenn wir die Kiste haben. Das bringt so sonst nichts. Kannst weg. Hier freie Sicht machen. Flüssigkeiten habe ich drüben auch rausgenommen. Also keine Sorge um das Benzin und Polyethylen. Ne, Soldering. Soldering Fluid müsste drin gewesen sein. Das ist alles gesichert.
Compressed Chest. Meine neue Lieblingskiste. Seit ein paar Folgen jetzt. Oben? Ja, komm, packen wir das hier oben rein. So schön gemütlich hier drin. Da, das heißt, du bekommst jetzt die alle. Das. Also hier kommen jetzt nur die Subkomponenten rein, die wir brauchen, um die Circuits herzustellen. Hier kommen jetzt nicht die Subkomponenten rein, also wie das Aluminiumfoil, um die Subkomponenten herzustellen. Dafür machen wir noch eine andere Kiste irgendwo außerhalb vom Cleanroom. Ja. Das heißt, den Draht nehmen wir dann auch gleich mit. Wappen das draußen irgendwo hin. Die ordentlichen Circuits brauchen auch einen ordentlichen Platz. Hier MV. MV, HV, EV. Mhm. Die sind jetzt eher wieder unwichtiger. Ja. So ist das viel übersichtlich für mich. Das heißt, ich kann dann zwischendurch, wenn ich am Ressourcencraften bin, einfach kurz hier in die Kiste gucken, sehen dann, okay, die Transistor sind ein bisschen knapp, stellen wir davon mal 500 aus Versehen her. Ja. Plastic Circuits Board werden ja schön passiv generiert, das sollte also passen. Die Small Coils dann auch noch. Dann geht das. Mit. Du kannst jetzt. Mal. Nicht auf der falschen Plattform Shift drücken. Und da rein. Okay. Runter. Das Ganze müssten wir jetzt eigentlich nochmal wiederholen mit der zweiten Kiste für draußen. Aber ich denke, das mache ich lieber alleine. Sonst kommen wir nicht voran. Wir haben hier noch die Holzkiste stehen, richtig? Ja. So. Provisorien sind immer... Du kommst da nicht rein. Provisorien sind immer gut. Also die Diode brauchen wir auch noch direkt oben, ne? Die beiden Sachen hier. Ja, okay. Dann hätten wir das aussortiert. Wir haben die neue Kiste oben. Da, dann schauen wir uns jetzt doch mal das Questbuch an, das sehr grau ist. Yu-Yu Matter Production. Nein. Advanced Circuit Assembler. With your workstation circuits, das sind die EV Circuits. You can craft a HV Circuit Assembler. Der braucht Goldkabel Conveyor Module, ein Emitter HV und eine HV Machine Hall. HV Machine Hall. Oboarm ist vorbereitet. Den Emitter haben wir, glaube ich, in keinster Weise irgendwie automatisiert. Den da. Da brauchen wir zwei weitere Chrom-Dinger für. Oh, das sollte passen. Chrom hatte ich gerade wegsortiert. Chrom. Schmeißen wir in die Lathe. Da. Sind keine alten Stangen noch vorrätig, ne? Ne. Staub lasse ich erstmal drin, das ist egal. Auch wirklich keiner da? Nein, ist wirklich keiner da. Oh. Ist das nicht auch irgendeine Quest gewesen mit dem nervigen Gedöns? Ne, nerviges Gedöns waren die anderen beiden Komponenten. Schade. Na gut. Dann fehlen nur noch die zwei Conveyor-Teile und normale Goldkabel. Conveyor-Teile sind zwei hier. Goldkabel sind da. Gib mir dich angetackert da drüben. Gib kein besseres Rezept, nein. Oh. Was fehlt? Oh, ja, natürlich. Das wichtige, komplizierte, teure Ding. Gib mir davon die Hälfte.
Hopp. So, Advanced Circuit Assembler. Brauchen wir nicht. Diese sind nicht mehr aktuell, richtig? Können wir mit euch irgendwas Besonderes machen? Ich glaube, die haben kein Rezept. Das war ja nur der oh. Okay, sie haben ein Rezept für Solar Panel. Das war eigentlich nur so ein Zwischensprung, um hierher zu kommen, wo wir jetzt schon sind. Das, können wir also ignorieren. Nee, ich nehme weg. Zack. Sehr schön. Mainframe. Mainframes are the first IV circuits you can make. It's used for a few EV machines and basically all IV machines and components. Yep. Sieht irgendwas davon erschlagend aus. Nicht wirklich, ne? Die Workstation, die zwei Chips haben wir schon vorrätig. Small Coils haben wir, RAM haben wir, Needle Copper Wire haben wir, Capacitor haben wir. Alu Framebox haben wir eventuell sogar auch irgendwo vorrätig. Wenn nicht, werden es nur Alu-Stangen sein und ein paar Ingots. Schrauben vielleicht noch? Wobei im Assembler dann eher wieder keine Schrauben. Nee, okay. Dann zwei Alu-Frames. Ja, einfach nur vier Alu-Stangen. Und keine Alu-Stangen? Nö. Mit Alu haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr wirklich gearbeitet. Gib mir... Oh, warte, mit Alu haben... Mit Stangen haben wir jetzt auch ein besseres Rezept. Mit dem Extruder. Eine Stange rein, ein Ingot rein, zwei Stangen raus. So, wir brauchen vier Stück für einen Frame und wir brauchen zwei Frames für das Ding. Brauchst du noch irgendein Vierer-Setting? Vier, vier, einer kommt raus. Okay. Assembling Machine. Vier, vier. Einer ist extra. Oh. Gut, wir haben schon ein paar Alu-Frames. Das sollten wir anders regeln. So. Ich habe keine Ahnung, wofür Gero, wie er das jetzt nun schon wieder vorhatte. Also ich weiß, die Sachen hier unten sind für eine weitere Filteranlage. Aber es mit den Filtern geht immer noch so ein bisschen. Ja, die Stahlproduktion hat aufgehört zu arbeiten. Das erklärt, dass wir keinen Smog mehr haben. Der hier ist durchgehend am Arbeiten. Der hat entweder Alu drin oder Stainless Steel oder ähnliches. Aber das schafft die Filteranlage unten. Also es war unangenehm zu bauen. Um das nochmal zu erwähnen, ne? Aber ich kann das Teil echt nur empfehlen. Sobald man das bauen kann, das zu bauen, ist echt sehr, sehr praktisch. Auch wenn ich die ganz kleinen auch ganz gerne mal austesten würde, wie effektiv die sind. Und davon dann einfach 8 Stück bauen und taktisch verteilen in den 4 Chunks der Basis oder wie viele auch immer ihr habt. Könnte eine Idee sein. So, wo war ich? Ich habe mich ablenken lassen von den Alu-Frame-Dingern. Ja. So, dann brauchen wir die zwei noch. Was sagt die Quest? Small Coil, RAM, Anneal Copper Wire. Ich glaube, Anneal Copper Wire haben wir oben nicht. Bei der Wire Mill vielleicht? Da haben wir es weiterverarbeitet. Dich können wir zerlegen. Einfach so in Normalform. Das ist ungewohnt für so ein Zeug. Okay. Oh, da werde ich die Wafer nehmen. Oh, warte. Also ja, wir haben jetzt theoretisch alles, was wir dafür bräuchten. Aber der B-Bär. Wir...
sonst dahin. Wir müssen das andere Teil noch vorbauen. Das hatte ich Ende der letzten Folge erwähnt, aber verdrängt. Jo. Hier die Ioden. Ein HV-Frame. Oh, das geht sehr gut auf. Hier die Ioden. Dann brauchen wir auch noch die Goldkabel hierfür. Oder Silber war es, glaube ich, für HV, was besser war. Wir brauchen den Generator noch hinten. Haben wir einen HV? Ja, haben wir. HV-Generator. Die Treibstoffversorgung für das Ganze, das klappt dann auch. Ja, ich bin langsam wieder im Flow drin. Also die ersten Folgen nach dem Aufholen, die ich ja auch so cringig genannt habe, was sie auch definitiv waren, da musste erst mal wieder in alles reinkommen. Aber jetzt läuft es und wir machen schönen Progress, das gefällt mir. Also Step by Step. Machen wir kurz die Sachen, die wir brauchen für den Circuit, können wir schon mal reinschmeißen. Wir gehen einfach davon aus, dass nichts explodiert. Das ist vielleicht eine gewagte These. Aber ich glaube, das kommt ganz gut. So, RAM, Annealed Copper. Die gelben Dinge. Die. Und RAM. Genau, die... Nee, Induktor, nicht das andere. Also die Small Coil und die gelben. Die. Dich zurück. Dich rein. Also gelb und kleingelb. Und... Warte. Resistor. Warum sieht der Resistor aus wie der Konduktor? Induktor. Doch ähnlich, oder? So, und RAM. Also es hat theoretisch alles, was es braucht. Und es würde dann ein davon herstellen. Richtig? Ja, ein Mainframe. Wir werden mehr Mainframes brauchen. Ich glaube, man brauchte 4 für die NASA Workbench. So abgefahren aus alles. Ne, ist nicht hier. Ob man nicht von Hand. Oder mal eine NASA Workbench gucken. Na, so. 2 Stück. Okay. Und eine Advanced Assembly Machine 2. Was wir jetzt gerade gebaut haben, müssten wir dann da rein tun. Jetzt heißt das Ding, müssten wir nochmal bauen. Uah, das gefällt mir nicht. Na gut. Wir sorgen jetzt nicht für die Stromversorgung. Wir bauen erst die Diode. Die Diode ist auch das Richtige, was wir bauen, richtig? Wir sollten überprüfen, was wir bauen, bevor wir es bauen. Und nicht einfach blindlings losbauen. Also, Fliegmodus ist an. Das hier ist der Clean Room. Der Clean Room hat die Diode da. Ein wenig ungünstig gefärbt. Das Teil hier. Mach dich mal kurz weg. Das ist schon Plus-Creed. Plus-Creed. Ich kann ja nicht hintergucken. Dahinter müsste jetzt eine Diode sein, sondern der Akzeptor für MV, um das ganze Ding selber mit Strom zu betreiben. Und die Diode hier ist dafür da, die Kabel dahinter zu versorgen, um dann die Maschinen zu versorgen. Also ja, die Diode ist das Richtige. Hier haben wir eine 4A-MV-Diode, da haben wir eine 4A-HV-Diode. Gut, das wäre sichergestellt. Jetzt bauen wir die. Oh, ja.
Dafür brauchten wir die HV Machine Hall. Hier eigentlich irgendwo rumgurken sollte, da. Und wie viele Dioden, 2 Stainless-Steel-Platten und 4-fach Goldkabel. 4-fach Elektrum, nein. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 Stainless-Steel, ne? 2 Stainless-Steel, gut. Wir hatten mal den Plan, eine Isolieranlage zu haben, wo wir einfach Sachen reinwerfen können und wir können sie schön schnell isolieren, ohne wild im Inventar rumklicken zu müssen. Der Traum hat sich irgendwie recht schnell wieder verflüssigt. Wir müssen dich erst zusammenwursteln, ne? Dann war das irgendeine 20er-Zahl? Oh ja, wenigstens das konnte ich mir merken. 24. So, du, da. 24. 1 Tunken, dankeschön, bitteschön. Man gebe mir eine Iode. ja. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu von der Explosionsgeschichte. Aber es sollte eigentlich nicht passieren. Diesmal. Weil diesmal weiß ich, wie es funktioniert. Und wir duplizieren eigentlich nur das, was da ist. Was jetzt passieren wird, sobald ich den Block da entferne, kommt quasi dreckige Luft da rein. Zumal hier auch direkt neben ein Combustion Generator ist. Das heißt, das Ding wird auf null resettet und aufhören zu arbeiten. Aber das ist okay. Oh Gott. Braucht eine Weile abzubauen. Und da ist jetzt ein X, dass man den Block zerstört, aber das sollte nicht so sein. Wenn doch, wir haben, glaube ich, 1, 2 Plastic-Blöcke noch rumliegen. Es gibt 1, 2 Blöcke, wo das der Fall ist. Das wird dann aber auch explizit im Questbuch erwähnt, dass man es trotzdem abbauen kann. Mal gucken, ob ich hier richtig lag. Nein. Nein, ich... Oh. Nein, ich lag nicht richtig. Ich habe gerade einen teuren Block zerstört. Naja, nicht wirklich teuer, aber... Sind jetzt nicht so angenehm in der Herstellung. Egal. Hier soll ja eh das andere Ding rein. Dann... So. M... 4A... HV-Diode. Bam. So, dich drehen wir dann andersrum. Mit den Eckdingern da. Du bist richtig, ne? Also mit dem sollte man eigentlich nichts falsch machen können, weil die sind nur dafür da, zu sagen, der Strom darf nur in eine Richtung fließen. Das heißt, selbst wenn das Ding falsch rum ist, dann blockiert es quasi den Zugang von dem... Ah, Combustion Generator. Warum haben wir hier einen Abstand zwischen? Das checke ich nicht ganz. Das ist einfach nur ein Fehler gewesen von Girovere. Oh, weil die Tankversorgung angenehmer ist. Ja, verständlich. Dann gucken wir als nächstes kurz, welche Kabel die besten waren für HV. Das sehen wir am besten bei unserer Wand. Hier ist die Wand. Silver Cable, ja. Also nehmen wir dann 4-fach Silberkabel isoliert. Ich glaube, die haben wir nicht einfach so rumliegen, ne? Oh, 8-fach Silberkabel, 4-fach Silberkabel. Die 3 sollten auch reichen. Dann wollen wir wieder hier durchhuschen. So, Schritt 1. Kabel. Kabel verbinden. Gut. Dann der HV Combustion Generator für eine HV-Maschine, die HV-Maschinen betreibt.
nur, um das Muss ich jetzt zu stellen. Oh, warte. Das Ding, was wir gerade gebaut haben, ist eine Hafermaschine. Ja, okay. So. Output. Output ist da. Oh. Oh. Ja, gut, gut. Ist auch silbrig? Komm schon. So. Ich. Achtfach. Nein. So, tu die verfluchten Tinwire wieder zurück. Gib mir Castlewire? Nein. Gib mir einfach nur einen Silberbarren. Machen wir jetzt von Hand. Stainless Steel, Silver Ingot. So. Wire Mill. Stellen da auch nichts um. Wir werfen dich einfach nur rein. Alle. Wölfe sollten reichen. Daraus machen wir jetzt Vierfachdinger. Vierfachdinger tunken wir ein. Okay. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können, als nur so ein kleiner, kurzer Brand da. Das hätte eine Reaktion auslösen können und dann abermals für Probleme sorgen. Also Gero Zunft, check deinen Kabel. Grau ist nicht gleich grau. Es gibt hier 50 Metalle, die grau sind. Okay. Nochmal das Ganze. Anschließen. Es hat nicht bumm gemacht. Fällt mir sehr, dass es nicht bumm gemacht hat. Jetzt überprüfen wir die Sachen drin. Ach. So. Das sieht richtig aus. Es ist HV. Du bist definitiv HV, Advanced Circuit Assembler 2, Advanced Circuit Assembler 2, HV, HV. Gut. Wir nehmen ein Silberkabel, wir stecken das Silberkabel daran. Wir stecken das Silberkabel daran. Es ist nicht explodiert. Aber es arbeitet auch nicht. Oh, warte, du solltest im Idealfall auch gar nicht arbeiten, weil du... Guckelt da gerade was? Ich dachte, ich hätte es ganz kurz knistern hören. Aber es kann auch nur Haare in den Kopfhörern gewesen sein. Sich marginal bewegen. Ja, okay. So, wo war ich? Da hoch, da. So, also, dich müssen wir jetzt anhauen. Du läufst wieder. Das heißt, das Ding muss ich erstmal wieder hochrotieren, dass es auf 100% Efficiency ist. Und erst dann sollte es anspringen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum es nicht angesprungen ist. Facing South. Ist ja nicht richtig. Ja, aber es ist gut, dass es nicht angesprungen ist, sonst wäre nämlich der Vorgang angegangen und es hätte sehr wahrscheinlich, oder es hätte hundertprozentig dafür gesorgt, dass wir alle Ressourcen verloren hätten. Was zu diesem Zeitpunkt nervig gewesen wäre. Heißt, das Ding fährt jetzt hoch und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Ding bei 100% ist und wir mit dem Questbuch weitermachen können. Und ja, ich bin sehr happy, wie der Progress gerade ist. Mond, wir kommen.